Lasst uns heute über Aprikosenkernöl sprechen. Viel Spaß! Aprikosenkernöl wird der Einfachheit halber auch Aprikosenöl genannt. Es wird meist in der Kosmetik angewandt, seine gesundheitliche Wirkung wird aber immer beliebter. Bei der Gewinnung von Öl spielen zwei Arten von Aprikosen eine Rolle, einmal die säuerliche Wildaprikose und einmal die Zuchtaprikose. Der Kern der Zuchtaprikose hat ein süßliches, mandelähnliches Aroma, er wird zur Herstellung von Persipan hergenommen. Wildaprikosen sind bitter im Geschmack. Erntezeit für Aprikosen ist in Europa der Monat Juli. Die Aprikosen werden getrocknet. Nach der Hälfte der Trocknungszeit wird bei der Zuchtaprikose der Stein von Hand entfernt. Die Wildaprikose wird halbiert und der Stein wird zur Ölgewinnung wie bei der Zuchtaprikose hergenommen. Die gewonnenen Steine müssen dann ebenfalls getrocknet werden, dass sie im Nachhinein geknackt werden können. Die aus dem Stein gewonnenen Kerne sehen aus wie Mandeln. Sie werden einer handverlesenen Kontrolle unterzogen. Alles, was angeknackst ist, wird aussortiert. Das Öl wird durch Kaltpressung gewonnen. Der hohe Gehalt an ungesättigten Fettsäuren sorgt allerdings dafür, dass das Öl schnell kippt. Das Öl ist sehr verträglich und mild und kann Hautreizungen lindern. Das Öl kann ausgezeichnet zur Make-up-Entfernung hergenommen werden. Das Öl lässt sich unwahrscheinlich gut mischen. Dabei bleibt es dezent im Hintergrund, entfaltet seine Wirkung aber dennoch. Durch die Anwendung in der Aromatherapie soll das Öl das Immunsystem stärken. Seine Milde macht es selbst bei der Babypflege nützbar. Aprikosenöl kommt in der Kosmetik meist in Haut- oder Haarpflegeprodukten vor. Für die Hautpflege spielt besonders die enthaltene Linolsäure eine Rolle. Als regelmäßiger Bestandteil der Haut, besonders der Epidermis, reguliert es den Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Besonders trockener Haut wird die Anwendung von Aprikosenkernöl empfohlen. Gleichzeitig wirkt es in der Haarpflege besonders bei juckender und schuppiger Kopfhaut. Ich habe zwei Varianten von Aprikosenkernöl. Einmal ein flüssiges, das habe ich mal von Tauasis geschenkt bekommen. Das ist die Baldini-Reihe Demeter. Das ist eine richtig gute Qualität, da soll man wirklich darauf achten. Und ich wurde schon mal gefragt, wie Aprikosenkernöl riecht. So ein bisschen nach Marzipan, aber gleichzeitig auch so ein bisschen dumpf nach Olivenöl. Also man kann den Geruch nicht irgendwie mit was Süßem vergleichen, das definitiv nicht. Und es wird ja auch nochmal in Deutschland unterschieden, ob ein Öl nur für die Kosmetik hergestellt wurde oder eben auch zum Essen. Also da muss man auch nochmal unterscheiden. Also ich bleibe da bei meinem Standpunkt. Also es ist ja eben nicht parfümiert, dass man sich das nicht vorstellt, dass man jetzt sich was kauft, was nach Marzipan riecht. Und das hier ist die Aprikosenbutter, die ist echt der Hammer. Und auch das Öl, du kriegst so eine weiche Haut. Und die Butter, die zieht ein wie eine Eins. Ich kann es wirklich empfehlen, vor allem wenn du zu gereizter Haut neigst, vielleicht auch irgendwelche Hautkrankheiten hast, da würde ich das einfach auch mal ausprobieren. Ausprobieren schadet an der Stelle definitiv nicht. Bloß die nächste Flasche würde ich jetzt im Kühlschrank aufbewahren, weil es eben schneller kippt, wenn es kalt gepresst ist, und darauf achten, dass man es eben aufbraucht. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.